Man muss höflich bleiben, ne? Auch wenn man beleidigt, immer höflich beleidigen, ne? Du musst dann sagen, ey, du kannst dann nicht einfach sagen, hey, du hässlicher Vogel. Nein, das geht nicht. Du musst dann sagen, Entschuldigung, Sie hässlicher Kanarienvogel. Ja, so, das, weil Kanarienvögel sind ja gar nicht so hässlich, aber sie halt schon. Und deswegen ist es immer noch freundlich, weil du disst sie, aber bist freundlich. Also immer lieb bleiben, auch wenn man jemanden dissen will. Merkt euch das, gell? Also wie zum Beispiel, wenn man sagt, hey, du bist du ungewaschene Socke. Ja, das ist zum Beispiel ein sehr braver Diss ist das, ja, weil damit signalisiert man dem anderen, dass man ihn schon irgendwie doof findet, aber man bleibt immer noch einigermaßen höflich, weil ungewaschene Socke ist jetzt ja nicht zwingend so arg schlimm, aber der andere merkt schon, oha, oh, ich werde hier nicht so HDGDL, ne? Und deswegen immer schön so flauschig bleiben, auch beim Beleidigen. Also generell einfach niemanden beleidigen, ist klar, aber wenn es doch mal sein muss, ne, manchmal muss es einfach sein, dass ich beim du zerbröselter Keks, ne? So ungefähr, dann kann man auf sowas hinauslaufen, ne? Ja, kann man sagen, ja, du ungewaschene Socke oder du Käsebohrer oder sowas, ne? Brotkrustenabschneider oder sowas, ja, du Turnbeutelvergesser, Linksaufsattler, nee, Rechtsaufsattler, mit Hosenbader, also mit T-Shirt-Bader. Kennt ihr Leute, die mit dem T-Shirt zum Schwimmen gehen? Ist ja furchtbar. Also Jungs, mehr Mädchen, schon klar. Können sie ruhig machen. Also klar, können sie sich natürlich auch ganz normale Badesachen anziehen. Aber ich finde das komisch, wenn sie dann über den Bikini oder sowas nochmal ein T-Shirt haben. Warum machen sie das denn? Ich verstehe es nicht ganz. Dann kann man doch auch, wenn man was Längeres tragen will, einen Tankini anziehen oder sowas. Oder ein Badeanzug, gibt ja auch schöne, ne? Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema hier für das Video, sondern wir brauchen Müll. Und gleich sind wir fertig. Ich finde es schön, wie der Müll so leuchtet. Und wie motiviert doch Lizzie ist, ne? Schau mal, sie hüpft gerade zu. Jetzt muss ich das Pferd in die Box bringen, absatteln und putzen. Bringe das Pferd in seine Box? Ja. Mach. Aber dazu hätte ich nun wirklich nicht absteigen müssen. Achso, doch, ich muss es führen, ne? Kommst du mit? Nee, okay, warte mal. Ich find's so geil, wie sie läuft. Sie läuft so lustig einfach. So, komm mal jetzt mit hier. Komm mal mit nur. Warum ist das minus 1 da oben? Habe ich gerade was falsch gemacht? Oh, halt, stopp. Oh Gott. So, jetzt. Brav. Nimm es dem Sattel ab. So, okay, komm. Gib mal her. So schön. Nimm die Sattel. Geh zur Sattelkammer. Ja, entspann dich. Nein, ich gehe nicht zur Sattelkammer, ich renne ohne Ende. Lege Sattel und Satteldecke aus dem Inventar an ihren Platz. Oh Gott, wie konnte man das Inventar einblenden? Aha. Na, warte mal. Erst die Satteldecke. Aha. Die Satteldecke kommt da rein. Okay, Sattel hier aufhängen. Okay. Legen. Ja, gut. Und da. Ruhig. So, Satteldecke. Ablegen. Gehe zur Gerätekammer. Ja, mein Gott. Ich gehe zur Gerätekammer. Nimm alle 4 Putzwerkzeuge in das Inventar. Nehmen. Geh weiter nach links. Ja, fast. Nein. Ja, so ist richtig. Nehmen. Und hier auch noch einmal nehmen. Und jetzt Vollgas. Neum. Achtung, auf Spur 1 fährt eine schnelle Lizzie. Benutze die Kardetsche. Ja, Gott. Kardetsche. Ja, benutzen. Komm schon, du gutes Tier. Ja, das tut sehr gut. Oh, so viel gute Pflege für Pferd. Auch hier, Anbauch. Wirklich sehr wohltuend. Der graue Staub fällt ab wie nichts. Kaufen auch sie jetzt, Kardetsche.
aus Stahl und Eisen für gute Pflege von Pferden. Und wenn ihr fertig seid, benutzt Bürste. Ja, Bürste, viel weicher als Kardetsche, aber immer noch so viel Staub im Pferd. Nicht gut, nicht gut. Bürste jetzt Bauch. Das fühlt sich gut an. Ja, das mag Pferd sehr gerne, wenn du bügelst Bauch. Und Hals. Guck, wie schaut. Nicht bewegen. Ich hab ein bisschen Benutze Angst. Benutze den Mähnenkamm. Ja, deine Mutter benutzt einen Mähnenkamm. Kamm, so, benutzen. Oha. Oha. Oh je, oh Gott. Ja, das, so mache ich das auch immer. Fast. So, und aber die Mähne oben, die kann ich schon so strägeln, ne? Ach, ja, ja, schön. Oh Gott, wie groß benutze dieser Kamm ist. Benutze den Hufkratzer. Ja, ich benutze den Hufkratzer. So, macht ihr das richtig? Ja, so halb. Also da, wenn sie da einen falschen Huf abkriegt, da liegt sie schon. Also, das war so mehr oder weniger richtig, ne, meine liebe Lizzie. Wieso kann ich jetzt nicht? Kann ich? Ah. Gut, da sieht man es nicht. Guck mal, das ist nicht mal animiert. Lege alle vier Putzwerkzeuge an ihren Platz zurück. Ja, mal. Guck mal. Und da gibt es auch wieder eine Regel. Laufe nicht mit einem Hufkratzer in der Hand im Stall rum. Ne, wenn das jemand ins Auge kriegt, ja, dann hat er nur noch eins. Also man ihm, das ist nicht nur ein Hufkratzer, sondern auch ein Augenkratzer. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da bitte immer ein bisschen aufpassen, ne? So, ablegen. Und hier. Und da. Kardetsche kommt da hin. Und weg damit. So, was haben wir da noch? Die Bürste. Und weg damit. Ja, bravo. Verlasse den Stall, das ist meine nächste Aufgabe. Schnell. Pferd, was ist denn? Wie es rummeckert, jammert. Ich weiß auch nicht, nun gehe ich ins Haus. War ein anstrengender Tag heute. Sehe gehe ich vom auch so. Stall zum Wohnhaus. Ja, das werde ich wohl gerade noch so hinkriegen. Gehe vom Stall zum Wohnhaus. Ich gehe nicht, ich laufe. Gehen ist zwar cool, aber so langsam. Oh, jetzt habe ich mich auf den Desktop zurückgedrückt. Wenn man zu auf die Umschalttaste drückt, dann wird diese Einrastfunktion aktiviert und dann wird man auf den Desktop geschmissen. Am nächsten Tag. Hallo Lissy. Hi. Ich habe die Plakate für die Pferderallye fertig. Kannst du sie aufstellen? Nicht nur Hi, sondern Heiko. Ja, super, klar. Heiko, du bist ein Schatz. Logo stelle ich die gleich alle auf. Ja. Nun gib schon her. Ja. Oh Gott, ich dachte, er wollte sie küssen. Ich mache in der Zwischenzeit die VIP-Einladung fertig, die dann persönlich abgegeben werden. Mhm. Wir sollten allen Personen eine VIP-Einladung überreichen, die uns geholfen haben. Mhm. Was meinst du? Ja. Ja. Ja, da hast du recht. Das machen wir. Ich reite jetzt los und stelle die Plakate auf. Ja, ihr habt doch was miteinander. Gehe zum Stall, putze und... Guck mal, sie steht auch auf Heiko. Guck mal, mit seinen geilen Schlaghosen. Und diesen Riesenschuhen. Aber hey, meine Moonboots sind auch nicht besser, ne? Die sind auch schon ganz schön groß hier, die Lizzys Schuhe, ne? Ah, ich dachte, ich könnte das springen auf der Leertaste. Oh nein, kann ich nicht. Kein Spring für Lizzy. So. Gehe zur Gerätekammer. Gehe zur Gerätekammer. Und was mache ich in der Gerätekammer? Ich habe doch mein Pferd gerade gepflegt. Ich brauche es nicht normal pflegen. Nimm alle vier Putzwerkzeuge in das Inventar. Nee, oder? Ich habe das doch gerade gemacht, Leute. Ich habe das doch gerade gemacht. Wobei, nach dem Reiten das Pferd putzen ist eigentlich eh total Schwachsinn, weil es legt sich ja sowieso wieder gleich in den Dreck. Also wenn, dann vorm Reiten putzen und nicht danach. Weißt du? Ja gut, ich... Ach so, wen nehmen wir denn? Nehmen wir Jimmy oder Tiger oder Arcado? Ich glaube, ich nehme heute mal Tiger. Nee, so schicke, gefleckte. Aber Arcado ist schon süßer. Kann ich euch auch nehmen? Nee, die darf ich nicht. Oh, falsch. Ja, Steuerung, bisschen crap gerade. Ich nehme mal Arcado. Oder? Ja, ich nehme mal Arcado. Benutze die Kardetsche. Ich benutze die Kardetsche, weil es von mir verlangt wird. So, einmal hier schön durchkardetschieren. Das ist gut. Kardetsche fühlen so gut auf Haut.
Und wieder Kadetsche auf Bauch. Das ist gut. Sehr gut, Kadetsch. Und noch einmal. Ja, auch hier sehr gut die Kadetsche eingesetzt. Benutze die Bürste. Jawohl, ich benutze die Bürste. Gib sie mir, die Bürste. Bürste auf Bauch. Wollte eigentlich Bürste auf Arsch, aber nicht richtig. Jetzt hier hinteren. Schön, du machen. Lizzie, sehr gut. Wirklich gut, Lizzie. Lizzie kann das halt. Kannst du das auch? Bist du auch so ein guter Bürster wie ich? Ne? Ich bürste benutze den Mähnenkamm. Ja, ich benutze den Mähnenkamm. Ich habe schon verstanden. Ich soll ruhig sein und den Mähnenkamm benutzen. Das klingt wie beim Haare schneiden, oder? Oder? Wenn man diese abschneidet. Benutze den Hufkratzer. Okay. Eigentlich ganz eigentlich, nur ein bisschen anders. Ja, was ist jetzt? Hä? Hä? Ja, komm, und jetzt los. Ah ja. Boah, das klingt einfach nur falsch. Uah, voll unangenehm, als würde man ein Messer schleifen. Guck mal, die zieht doch einfach lege nur rüber. Lege alle vier Putzwerkzeuge an ihren Platz zurück. So putzt man doch keine... So putzt man doch keine Hufe. Also kratzt die aus halt, wie auch immer. So, geh mal weg jetzt hier. Guti. Was haben wir da? Also muss ich erst rausholen. So, weg. So... Dann da kommt die Bürste. Und weg. Und dann nennen wir doch noch die Kadage. So, und weg. Gehe zur Sattelkammer. Ja, ich weiß. So, was haben wir denn? Arcado ist so ein Fuchsbrauner. Dann nehmen wir nimm mal die Satteldecke und den Sattel in das Inventar. Nehmen wir jetzt rot? Nehmen wir rot, ne? Oh nein, ich wollte nicht die. Ich wollte die rote. Ich würde sie abgeben. Oh nein, das kann ich sie mir hinlegen. Ich kann. Okay, ich kann es nicht mehr. Toll. Toll, ey. Pff. Achso, ich habe sie auf den Boden gelegt, oder was? Das ist ja unglaublich. So. Pack mal drauf, das Ding. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Ganz ehrlich. So, warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Das ist für mich. Das ist für mich. Satteldecke. So, und jetzt? Nee. Hä? Hä? Ja, und jetzt? Nee, komm, warte mal. Habe ich die kaputt gemacht? Da macht er das weg hier. Aber ich kann es auch nicht dem Pferd drauflegen. Oder doch? Nee, guck mal. Geht nicht. Was geht das nicht? Ja, hä? Was ist los hier? Warum kann sie... Jetzt hängt sie. Wieso hängt sie denn jetzt? Nee, doch nicht. Genau, Glück gehabt hier, Rudi. Ja, toll. Hä, warum geht... Irgendwas mache ich falsch. Kann ich das mal wieder abbrechen hier? Kann ich das bitte wieder abbrechen? Nimm den Sattel. Ja, genau, nimm den Sattel. So. Ich würde ja gerne den Sattel nehmen, aber irgendwie... Wenn ich jetzt da nehmen mache. Nee, ich will nehmen. Ich will den Sattel nehmen. Ah! Ah, nein. Ach so, ich trottel. Guck mal, hier packen wir den zurück. Nein, guck mal, den Sattel. Ach. Ich wollte den anderen Sattel, aber jetzt ist es zu spät. Na gut, egal, dann packen wir eben das da drauf. So. Und legen den da drauf. Satteldecke benutzen. So, Sattel benutzen.
und jetzt herausführen. Ich habe die Plakate dabei und muss sie nun an den markierten Stellen aufstellen. Los geht's! Also pass mal auf, Lizzie. Reite zu den markierten Stellen. Ja. Plakate, ne? Die stellt man nicht auf, die klebt man irgendwo dran. Sind ja schließlich Plakate und keine Schilder. Schilder, die kann man irgendwo aufstellen. Aber Plakate doch nicht. Plakate. Meine liebe Dude. Der Franke sagt immer Plakat. Das Plakat hänge ich da auf. Ich denke mal, wir müssen damit ins Dorf, oder? Ins Dorf. Ah, nee, man kann nicht über den Zaun springen, ne? Ja, dachte ich mir. Ja, sonst hätte ich da jetzt nämlich gern auch eine Runde Springreiten geübt, aber... wenn ich dann nicht zurückkomme, da muss ich bloß wieder immer überall nochmal dreimal außen rumreiten und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und deswegen lasse ich... Was sage ich mit meiner Musik? Warte mal, ich mache ihn mal wieder an.